und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von eurem Webchef. Heute mal Nutty Buddy Cookie. Dürfte normalerweise eigentlich jedem ein Begriff sein, aber nein, weit gefehlt. Es ist nicht von PSV, obwohl es das auch von PSV gibt. Nein, es ist von American Stars. Gerade bei so Keksgeschichten muss man ja ganz ehrlich sein, teilweise sind sie entweder zu süß, sie sind halt einfach mal zu übertrieben, oder man schmeckt eigentlich einfach mal fast gar nichts. Ja? Oder man schmeckt halt einfach immer nur eine Nuance, aber man schmeckt weder den Keks noch so die anderen Anteile, die da drin sind. Bei American Stars, weit gefehlt, wie es ja bis jetzt auch schon bei den anderen Liquids gewesen ist, Nutty Buddy Cookie, das ist für alle Keksliebhaber schon auf jeden Fall ein richtig geiles Liquid. Ja, also Nutty Buddy Cookie besteht aus Keks, Schokolade, Haselnuss und einer leichten Vanillenote. Ich bin heute schon wieder mit dem Blablabla. Da komme ich einfach nicht mit klar. Also mit einer leichten Vanillenote. Ich habe das hier auch schon mal wieder im Tröpfler für euch vorbereitet. Ich dampfe das jetzt mal kurz an. Es ist so, also ich finde das schon wieder echt sagenhaft. Also vier Aromen, die hier schon wieder kombiniert worden sind in einer Explosionskombination. Ja, da würde jede Frau in der Küche zucken, wenn man nach Hause kommt und der Mann hätte so etwas kreiert. Nutty Buddy Cookie. Wie schmeckt's? Leichter Vanillefilm, zieht über die Lippen. Dann schmeckt man so leicht die schokoladige Keksnote und dann kommt BÄM! Hinten einfach mal wieder diese Knospen-Geschmacksexplosion des sogenannten Kekses. Ja, da schmeckt man ganz krass halt mal so den Keks. Es ist nicht übertrieben süß. Ja? Ich würde mal sagen, das ist das ist so ein 50-50-Ding. Ja, also ihr schmeckt wirklich alle Nuancen. Vanille, Schokolade, Keks und dann hinten so ein bisschen Haselnuss. Ist wirklich lecker. Ist den Jungs von Flavortech echt super gelungen. Schmeckt. Ist für mich auch ein ganz klares Dauernuckelaroma. Der eine oder andere wird jetzt sagen, aber Henki, wir haben jetzt Sommer. Scheiß drauf. Es gibt auch genügend Leute, die auch im Sommer Kekse essen. Ja, wir können halt auch mal Kekse dampfen. Also von daher, Nutty Buddy Cookie, beide Daumen hoch, kann ich jedem empfehlen. Ich finde es toll. Probiert es einfach mal aus. Auf www.greekmods.de oder www.greekmods.com bekommt ihr Nutty Buddy Cookie 10 ml Liquid für 4,99 €. Wenn ihr auch noch den Rabattcode eingebt, American Stars, glaube ich, dann bekommt ihr sogar noch 15%. Lohnt sich also auf jeden Fall. Was falsch machen, könnt ihr da auf jeden Fall nicht. Ist ein leckerer Keks, mal so für nette Kinoabende abends mit der Holden, ja, zusammen auf der Couch und dann mal so ein bisschen Nutty Buddy Cookie dampfen. Finden die Frauen bestimmt ganz toll. Ja, wie immer zum Schluss würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr uns abonniert. Like dieses Video, ja, auch wenn der Daumen mal nach unten geht, das ist im Endeffekt auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir sehen ein bisschen Bewegung und ihr zeigt uns, dass das, was wir hier machen, alles super ist. Für die, die uns jetzt vor kurzem erst gesehen haben oder abonniert haben, sei nochmal gesagt, wir verlinken hier oben und hier unten dementsprechend nochmal zwei Aromen- oder Liquid-Videos, die wir in den letzten Monaten so gedreht haben. Und ja, ich hau mir jetzt nochmal so ein bisschen Nutty Buddy Cookie rein. Oh, auch dieses Jahr zur Fußball-Weltmeisterschaft ist für mich keine schlechte Idee. Und vor allen Dingen, es geht nicht so aus dem Gewissen. Und dann sage ich ciao mit C. Ne? Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Babeship dampft und testet für euch.